Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pyramiden bauen für Anfänger. Ach nee, das war ja was anderes. Ja, wir sind auf dem Server mit Damakash. Hallöchen. Auf ihrem Server und mit dem Wohnwagenbauer Astreiter. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ja, ich muss den Feinschliff jetzt nur noch machen. Vor allem suche ich gerade etwas aufzuräumen. Jetzt weiß ich nicht, wo ein Kaktus reinkommt. Was siehst denn du da jetzt an auf deinem in deinem Ressourcenpack für ein Bild? Weil ich würde das Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, ja, du kriegst Sherlock ohne Holmes. Hut, ohne Hut. Das ist ein Mann mit einem Mantel und einem Gehstock, wenn ich ehrlich bin. Okay. Aber der erste Eindruck war irgendwie Sherlock Holmes, warum auch immer. Weil da würde ich ja. Auch wenn es nicht ansatzweise danach aussieht, aber mein erster Gedanke war Sherlock Holmes. Okay. Kürbiskerne. Da cool. Probiere ich dann nochmal aus. Also du bist ja nun kein alter Mann mit Hut, ne? Also ohne Hut. Also man sieht nicht, dass es ein alter Mann ist. Aber das ist kompliziert. Ich weiß nicht, wo ich Fenster reinsetzen soll. Also ich bleib bei dem, glaube ich, bei dem Mann dann. Also da, ich wusel das ja für mich eh noch um. Da kommt ja dein Avatar hin. Also bei mir ist jetzt nicht dunkel. Ist draußen hell? Draußen ist dunkel, oder? Ja, draußen ist Nacht. Ist hier drin ist aber hell. Ja, da bestimmt durch die Fackeln auf dem Zaun. Das kommt Licht bestimmt rein, oder? Okay. Oder, nee, das ist ja echt merkwürdig. Das sieht so aus, als ob das wie Licht ist, ne? Die Fenster. Ja, warum sind hier andere Steine? Oder liegt das an dem... Oh, das ist bestimmt irgendwie so. Das liegt am Licht wahrscheinlich, ja. Ja, in der Mitte ist kein Licht. Mhm. Also auf alle Fälle muss da oben irgendwie noch Licht hin, weil sonst spawnen hier Viecher drin dann. Mhm. Oh, muss ich oben auf dem Wohnwagen auch noch eine Fackel stellen? Kannst ja Feuerzeug anzünden. Oh Mist, jetzt brauche ich... Oh, jetzt muss ich nochmal runter. So, jetzt wollte ich doch aber in dieser Folge den Wohnwagen nochmal gucken. Das Vorzelt anschauen. Sonnendach, kein Vorzelt. Keine Seitenteile drin. Das Sonnensegel. Muss ich gucken. Den Nether muss ich dann in die Erde reinmachen, ne? Diesen Stein, oder? Ja, je nachdem, wo du das... Ja, wenn das so... Ja, genau. Ebenerdig sollte das ja sein. Dann ja. Kriege ich jetzt den Stein, den ich da reingesetzt, wieder raus? Ich habe kein Werkzeug mit. Ich komme ja gerade. Ich bin auch mit ich habe es aber geschafft. So, und jetzt das Feuerzeug nehmen und anstecken. Der Wohnwagen brennt. Nein. Ach ja, siehst du, das ist schön. Ach, das wäre doch gut gewesen. So, ich glaube, das geht, oder? Ja, Lagerfeuer-Romantik. Sozusagen. Das ist doch schön, ja. Oh, das ist jetzt meine Spitzhacke. Mensch, ja, siehst du, das ist doch schön hier mit der Sitzecke. Genau, und da links noch der Grill oder der Ofen und nochmal eine kleine Küche sozusagen und ein Vorratshaltungsraum. Innen hat sich eigentlich nichts verändert. Ich glaube, wir haben es soweit. Ja, aber das ist doch cool. Ja, jetzt muss ich noch gucken, wo noch Licht hin müsste, aber ich glaube, es ist überall genug Licht. Ich glaube, das ist hell, ja. Ich denke, da passiert, glaube ich, nichts, ne? Ich mach mal hier vorne noch vom Vorzelt eine Fackel hin. Ich wollte gerade sagen, Hauptsache du wachst nicht auf und in deinem Nebenbett liegt ein Creeper. Alles andere geht, glaube ich. Nee, innen drin ist genug Licht, glaube ich. Ich denke auch, ja. Hier ist alles beleuchtet. Also von hier sieht übrigens der Kürbis aus wie eine Zipfelmütze von den Mainzelmännchen. Kommt immer ein bisschen drauf an, was für eine Perspektive man hat. Guck, sieht aus wie eine Zipfelmütze. Ach, da! Oh, das ist ja interessant. Eine Zipfelmütze. Da hat man unten den von der Birne was abgeschnitten und das dann hingestellt. So könnte es auch sein. Das könnte auch ein Oberteil von der Birne sein. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall. Ja, macht alle mein Kürbis schlecht. Ach ja. Komm, wir haben jetzt Zipfelmütze und Birne dazu gesagt. Das ist doch nicht so schlimm. Du da jetzt mit deinem halt Space so Shuttle. Die tolle Knolle ist das. Ja, siehst du. Das ist eine Knolle, genau. Gott. Jetzt habe ich mit deinem Space Shuttle. Die werde ich jetzt hier noch los, die Setzlinge, weil ich keine Kiste dafür gefunden hatte. So, wenn man jetzt hier. Die werden jetzt irgendwo im Wald gepflanzt. Wenn man jetzt passend durch die Tür durchguckt, kann man sogar die Kürbislaterne sehen. So, und jetzt habe ich noch einen Kaktus. Der kann man auch hier hinpflanzen. Ne, der wird hier nicht wachsen, ne? So, ein Bett. Das Bett habe ich schon mal. Musste so auf Sand müssen, sonst wachsen die nicht. Die ollen Kakteen. Gut. Brauchst du noch irgendwas? Ich bin gerade unten, Knolle. Ich hab alles. Ich
bin gerade im Überlegen, ob ich was brauche. Eigentlich brauche ich schon was, ja. Was denn? Ich weiß aber noch nicht was, das ist das Problem, weil ich habe noch keine richtige Idee für die Innenausstattung. Ach so. Das okay, kommt ja, dann das so. Immer, also ein Bett habe ich schon mal. Das ist schwierig, ne? Also finde ich, also da muss man echt immer so ein bisschen schauen, wie man das gerne haben möchte, ja. So war. Okay. So. Ach, noch einer. 3 Kakteen habe ich. Die bin ich auch losgeworden. Ja, siehst du. Jetzt habe ich nur noch das Feuerzeug und das lege ich jetzt in die Krams-Krams-Kiste. Den Kürbis, den müsste man untenrum noch weiter rund bauen, ne? Unter der Plattform. Das könnte man ja theoretisch machen. Also das könnte man ja machen, weißt, unten weiter ranbauen. Mal schauen, was da die... Ja, guck mal, so ist das mit der Beleuchtung doch, so passt das doch. Mhm. Jetzt ist es eine ganze Kathedrale. Ja. Naja, passt doch. So. Ach ja, eine Schlafnische sozusagen. Ja, zack, zack, zack. So. Das war's. Ja, siehst du. Ich habe alles weggelegt, was ich hatte. Bis auf das, was ich anhabe. Das hättest du hättest das aber auch ruhig im Inventar behalten können. Das macht gar nichts. Ja. Denn ich mache das ja sowieso immer so. Also die Leute, die hier auf dem Server so waren und auch gewitelistet sind und so, die bleiben ja gewitelistet, logischerweise. Mhm. Und ihr seid natürlich jederzeit herzlich eingeladen, hier auf den Server zu kommen, hier rumzubauen, Sachen auszuprobieren, euer Haus umzubauen oder wenn ihr auch seht, dass ich da bin oder was, dann könnt ihr jederzeit draufkommen. Tobt euch hier aus, das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt und also es sind immer Leute, weißt du, hier sind immer manche, die kommen öfter, also Hiro, der ist zum Beispiel einmal hin und wieder mal da. Andere, die sind wirklich nur einmal so zum Bauen gekommen. Delfino muss zwischendrin da gewesen sein, der hat an seinem Haus weitergebaut. Und ja, ist ja, der Server ist ja offen, der ist ja sowieso immer online. Also. Mhm. Ja. Sieht noch schlimmer aus mit diesem großen braunen Klumpen da. Obwohl, also ja, kommt drauf an. Also du könntest ja da irgendwie entweder bildtechnisch, weißt du, dass du da irgendwie ein Bild hinmachst oder das ganze Ding als Fernseher verkleiden und dann hier so eine Sitzecke machen und das ist der Fernseher oder so. Also ist halt... Mhm. Jetzt finde ich hoffentlich den Eingang vom Kürbis noch. Ja, da ist er. Hallo. Ja, ist nicht viel drin, oh, aber... ist leer. Aber hier ist ein Schlafzimmer, das ist schon mal wichtig. Ich kann schlafen. Genau. Schläfchen geht schon mal, ja. Ist natürlich enorme Höhe, ne? Ja, ja, ist eine Kathedrale, wie gesagt. Die Zipfelmützenkathedrale. Wenn du es oben 2 Etagen tiefer gemacht hättest, dann hättest du es rund gehabt, sozusagen, glaube. Ja. Naja. Ich habe jede Etage 2 hoch gemacht. Ich glaube, die letzten 2 oder die letzten 3 hätte ich... Das kann ich ja vielleicht nochmal umbauen. Ja. Ja, das ist ja genau... Soll ich schon mal anfangen? Ganz bestimmt. Ja, wenn man Minecraft dran hat, dann hat man so eine Sucht. Ja, siehst du, ich guck jetzt mal hier so möbeltechnisch, ne? Hast du da irgendwie... Ja, also ich wollte auf jeden Fall... das hier ist mein Fernseher. Ein Kürbisfernsehen. Genau. Das Kürbisprogramm, ja, ich sehe schon. Das Kürbisprogramm. Der ist ja wie im Real Life. Da läuft auch Kürbisfernsehen. Ja, das ist wohl wahr, ja. Ja klar, und abends gucke ich dann eben halt Kochsendungen, wie man Kürbisse richtig zubereitet. Genau. Also den Horrorfilm, wie man Kürbisse zubereitet. Horrorfilme halt. Ja. Die armen Kürbisse. Ja, warte, ich guck jetzt unten erstmal, was wir da für dich noch finden. Also ich hätte gerne so einen Tisch. Mit grüner Tischplatte. Also grünen Teppich. Ja, okay. Wahrscheinlich grüne, nicht hellgrün, sondern schon dunkelgrün. Dunkelgrün. Ne? So wie der Eingang zu jenem Baumhaus. Okay. Das passt voll gut. Bei mir ist das Resource Pack, da ist das Bild, sind 2 kleine Pflanzen und das ist ein Baumhaus. Das passt. So, dann bringe ich dir mal. Was für ein Holz möchtest du denn haben für deinen Tisch? Also für die Füße. Was ist denn das Dunkelste, wenn es geht? Das Dunkelste ist Schwarzeiche. Kann ich dir mit... Gut, weil ich wollte ein bisschen Kontrast haben, sozusagen.
Ja, dann passt das auch, glaube ich, zu dem Braun ganz gut. Aber ich bringe dann mal Schwarzeiche noch mit, falls du da irgendwie noch Treppen oder Sitze oder sonst was draus bauen willst. Mal die andere grüne Wolle auch noch mit. Also ich bin schon überlegen, jetzt so für, sag ich mal, private Zwecke, sage ich das jetzt mal so, eine Etage sozusagen noch einzufügen. Zu bauen. Genau. Ja, das kann man ja machen, klar, ja. Aber ich glaube, das mache ich dann erst, wenn es vielleicht mal umgebaut ist. Ja, wie gesagt, der Server ist ja sowieso offen, ne? Also jederzeit da rumbauen. Da kann ich also hier wunderbar eine schöne Kathedrale reinbauen, ja? Kannst du machen, ja. Ich habe da schon eine gebaut. Kathedrale gebaut. Ja, das ist der erste Turm. Kannst du noch eine Zipfelmütze nehmen machen. So. Wo soll die denn stehen? Guck mal, ich pack dir jetzt hier erstmal die Sachen hin, was ich jetzt so mitgebracht habe. Gut. Also wenn du hier eine Kathedrale irgendwo hinbauen willst, hast du da eine Vorstellung, wo? Das ist echt lustig, ich habe mit meinem Mann heute erst drüber gequatscht, wir könnten eigentlich mal irgendwie sowas wie eine Kathedrale in Angriff nehmen, ne? Guck. Wäre ganz cool, wenn das dann da, wo die Dings auch ist, das andere Villager-Dorf mit dem Sägewerk und die Pferderennbahn und so. Also wenn bei der Pferderennbahn, okay. Da irgendwo. Platz ist gut. Ja genug. Dann werde ich das mal ab und zu in Angriff nehmen und komm mal vorbei. Ja, kannst du dich gerne austoben. So. Das ist echt nett mit dem Wohnwagen. Wenn man hier so guckt, das schaut echt nett aus, ja. Das Space Shuttle. Ich war oben auf dem Turm und wollte das angucken, aber das habe ich nicht angeguckt. Ich habe alles angeguckt, aber nicht meinen Wohnwagen von hier oben. Da ist er. Interessant, ja, doch. Von hier oben sieht es auch richtig aus wie sowas. Ja, auf jeden Fall. Kann man so vermuten, ja. Wenn man näher ist, dann sieht es ein bisschen klobig aus, aber wenn man weiter weg ist, könnte es doch sowas sein, ja. Entsteht die Couch sozusagen, ja? Ne, da kommt dann der Essenstisch. Oder was auch immer das sein soll. Ja. Von hier oben könnte man schon eher vermuten, dass es ein Kürbis ist. So. Also man sieht auch, dass das ein Kürbis ist, weil einfach, wenn man auf diese Etage kommt vom Haus aus, die ganze Terrasse ist ausgeleuchtet mit Kürbislaternen. Hier ist ein Kürbisfeld, was hier wächst. Das Haus von Andrena hat auch Kürbislaternen. Dann kann das nur ein Kürbis sein. Das geht ja gar nicht anders. Ja. So. Ja, schön. Freut mich doch sehr, dass ihr jetzt hier euch verewigt habt und dass das geklappt hat. Ich bin ja auch eine Nuss, ne? Das muss ich jetzt echt zu meiner Schande gestehen. Ich habe euch ja letzten Sonntag echt eiskalt hängen lassen, ne? Ja. Ich hab das total vergessen. Hat sie sich auf die Sofa-Couch gelegt. Ja, ich hab die ganzen Sonntag auf dem Sofa geflackt, ne? Ey, wirklich, ich hab das echt vergessen. Doch, so passt das schon. Ja, also ich denke mal, noch mehr diese Steine und dann untenrum wirklich um diese Terrasse nochmal untenrum die andere Hälfte vom Kürbis machen, würde ich machen. Ja, das könnte man machen, ja. Naja, okay. Ah, hier ist der Billardtisch. Jetzt zeigt der Rahmen mit an. Schön in grün. Nein, aber ich finde es faszinierend. Du kommst an einen Tisch ran, du siehst, oh, ist ein Tisch. Aber du hast immer erstmal so die erste Idee, was könnte es für ein Tisch sein? Ja, ist ein Billardtisch. Bei der U-Bahn hast du ja auch gesagt. Habe ich eine Tischtennisplatte gesehen, ne? Genau. Ja, also es ist eigenartig, ne? Ja, das stimmt. Ja, schöne Eckbank, finde ich toll. Ja. Kannst du gut für deinen Wohnwagen gebrauchen, ne? Na, der ist zu groß für. Erstmal alles, was ich jetzt erstmal hier nicht brauche, in eine Kiste. Ja, schmeiß das da einmal, wie gesagt, das, So. Auf alle Fälle hast du Platz hier bei dir. Ja, da kann man richtig, ne? Aber so ein Wohnwagen ist ja auch klein und schnucklig, deswegen ist das ja auch weniger. Das ist ja. Ja, naja, natürlich, Raum. Ja. Oh, hier kann man dann die Party machen, ne? Ja, auf jeden Fall. Tanzfläche dabei, alles da. Ja, alles da. Kann man noch eine Disco rausmachen? Könnte man theoretisch. Kürbis-Disco, tun, ja. Die Kürbis-Disco. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Auf den Zaun kann man normalerweise nicht draufspringen, aber wenn der Teppich drauf ist,
Dann geht's? Ja, dann geht das. Mhm. Interessant. Ja. Interessant. Eigentlich ist er noch höher, der Zaun dann, ne? Aber ja, ja, eigentlich schon. Durch den Teppich sinkt man wieder ein. Also hat sich die Minecraft-Logik von selbst aufgehoben. Ja, Minecraft und Logik, da haben wir es doch schon wieder. Ja. Gut, also, das ja, hier prima. Ist meine Kathedrale mit Billardtisch und Maulwurfshügel. Ja, da gibt es irgendwo da in den arabischen Ländern so Lehmdingen. So sieht das von außen so ein bisschen so aus, finde ich. So aus Lehm gebaute Häuser, so. Ja, ja, stimmt, so. Ja. In der Nähe von Qumran, da, wo sie diese Schriftrollen gefunden haben, meine ich, wäre sowas auch. Aber ich weiß es nicht genau. Interessant. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja. Gut. Ist vielleicht ja, kein okay. Kürbis geworden, hat doch gar kein Gesicht. Ha, jetzt bin ich. Jetzt habe ich es mir selbst ja, versaut. Ich glaube, das wird sich mit der Zeit, wird sich das ergeben noch. Vielleicht baust du ja nochmal dran, da denke ich. Genau. Ist ja noch ja. Zeit für. Ja, dann bedanke ich mich auf alle Fälle sehr herzlich für den Besuch. Ne? Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr öfter mal reinschneidet hier bei mir. Ja, gerne geschehen. Ich stelle mich Besuch, zu meinem Bruder. Aber wir kommen auch gerne weiter. Er stellt sich zu seinem Bruder. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum Buch. Nächsten Mal. Ja. Ja, vielleicht sehen wir uns bis hier nochmal. Bis dann. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss.